Hey ho Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Hexquest. So, heute wollen wir uns mal dran machen, den Turm da drüben jetzt ja umzubauen. Er soll ja 4x4 sein und ich weiß nicht, ob ich zwischendrin ein oder halt zwei von diesen. Oh, hey, nein. Ich wollte gerade hier so machen. Ein, zwei oder vielleicht sogar drei von diesen Säulen hier lasse, also hier von diesen Zwischenschritten hier. Und je nachdem wird dann halt hier die Mauer ein bisschen umgebaut. Seht ihr, da oben hatte ich ja letzte Woche schon angefangen. Kommen hier erstmal dann die Fackel wegreißen. Und ich werde mir vielleicht sogar wünschen, für die, also meinen Wunsch einfach die Drawbridges rausschmeißen. Weil ich halt sonst nicht wüsste, was ich mir wünschen soll. Wartet mal, ich glaube, das Lied ist sogar jetzt gerade einmal ein Ticken zu laut. Mach's mal ein bisschen runter. So, und das hier oben hatte ich ja gesagt, wenn das hier drüben fertig ist, auch dann bewohnbar, dann wird das hier auch nochmal ein bisschen umgebaut. Vor allen Dingen muss ich mal hier drüben nochmal ganz kurz reingucken. Ah, guck mal einer an. Wow, Spaghetti. So, hier oben braucht da nichts dran sein. Hier kommt dann Glas nochmal ran. Da oben steht Karl. So, fangen wir wieder beim üblichen an. Halt, hier oben geht's nicht. So. Hätte auch gleich fliegen können. Wir machen es einfach diesmal ganz einfach. Und dessen, dass ich halt jetzt den Turm halt komplett größer bauen will. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ich glaube, die hatten wir schon. Da hier schon ausgeleuchtet ist, gehe ich mal stark davon aus. So, wir reißen ihn jetzt sozusagen einfach Stock für Stock ab. Und ich denke mal, dass wir in 20 Minuten den Turm hier fertig gebaut haben. Aufgrund dessen, dass ich halt im Bauen immer etwas länger brauche. Habe ich ein Feuerzeug mit? Ah! Oh, willst du nicht absammeln? Was brennt? Jetzt haben wieder einige schreien: Mann, bist du bekloppt? Das ist doch Verschwendung! Du hast das gute Eisen weggehauen! Okay. Ja, habe ich, aber es ist mir so lieber. Was fällt euch ein, mich bekloppt zu nennen? Also ich muss jetzt nach, also jetzt die vierte Folge mit Musik, ich muss sagen, es ist echt entspannt. Ich rede zwar zwischendurch nicht mehr so viel, dürfte euch vielleicht auch irgendwie vielleicht so gefallen, weil ich halt jetzt nicht mehr so viel Müll laber. Aber es ist, ich weiß nicht, ihr könnt gerne darüber abstimmen, wenn ich rausfinde, wie man das bei YouTube macht, dass das ja eine Abstimmung starte. Also ihr könnt es einfach in die Kommentare schreiben, wenn euch gefällt, einfach so mit Musik, dann einfach mal sagen. Dann behalte ich das nämlich bei. Was sozusagen sind jetzt die nächsten, diese und die nächsten vier, sozusagen die nächste Woche von Minecraft, sind halt sozusagen nur ein Test. Ah, nee. Daneben, okay. Und wenn euch das passt, so von der Lautstärke her und die Musik ist halt optimal, dann bleibt das einfach. Wie gesagt, ich habe die Playlist jetzt. Und dadurch, dass ich sie zufällig abspielen lasse und auch keine Unterbrechung mehr jetzt drin habe. Sorry, da ist das eigentlich ziemlich geil. Kennt ihr das? Ihr habt ein Getränk, da ist eigentlich nichts an Kohlensäure drin.
Und der muss trotzdem rülpsen wie so ein Schafsbock. Okay, das hier ergibt jetzt ein kleines Problem. Wir machen es anders. Ich trage jetzt wirklich einfach den ganzen Turm ab. Und für den Fall, dass ihr euch etwas für, jetzt nicht Hexe, sondern Tests, Thinker's Construct interessiert, müsst ihr mal auf meinem Kanal eingeben. Ich habe dazu schon ein komplettes Tutorial gemacht, wie man was am besten auf eine Waffe drauf kriegt. Ist auch für die neuesten, also die neueren Thinker's Construct Teile gewesen. Also da ist auch dann schon dieses Thinker's Gear und so alles dabei. Falls sich da jemand dafür interessiert, kann ich immer bloß ein bisschen Werbung machen für sowas. Weil ich möchte nicht in jedem Let's Play dann dafür ein neues Tutorial anfangen. Wie baut man eine Axt oder so ein Schwachsinn? Also, ich denke mal, das kriegt ihr alles dann schon mit der Zeit selber hin. Aber zum Beispiel bei bestimmten Modifiern kann ich euch da gerne dann helfen. Mit dem Tutorial. So, okay, ich möchte euch hier anstatt das. Hier ist die Tür. Dann ist hier der erste Querbalken, der zweite Querbalken, hier ist der dritte. Dann machen wir nur zwei und dann ist das die Tür. Achso, der Turm soll ja vor allen Dingen 3 breit? Ne, 4 breit. Wenn wir ihn 5 breit machen, ist er breiter, aber hat dafür auch nur eine Ecke. Machen wir es so. Dann gibt es nichts, dann komme ich nicht so in Schwulitäten beim Bauen. Falls sich jetzt jemand an dem Wort Schwulitäten aufhängt, kommt damit klar, ich habe nichts gegen Schwule. Ganz im Gegenteil, in der Zockergilde LOH, das habe ich zwar als spät mitgekriegt, aber da gibt es auch einen, der schwul ist. Soll ich euch was sagen? Es interessiert mich ein Scheiß. Wenn er glücklich ist, bitte. Warum soll ich jemanden dafür verurteilen? Aber ich kann euch sagen, was abartig ist. Die sich darüber so ekelhaft aufregen, das ist abartig. Aber ich kann aus eigener Erfahrung und auch so Erfahrungen aus der Familie jetzt, also mit meiner Schwester hat mal über sowas geredet, weil die hat gesagt, sie hat einen schwulen Lehrer, findet sie voll in Ordnung. Und da kann ich euch was sagen, das ist wahrscheinlich evolutionär bei Hetero-Menschen so bedingt. Man hat grundsätzlich erstmal so diese kleine Ablehnungshaltung, das ist jetzt nicht falsch zu verstehen, aber man hat irgendwie, Hemmung ist jetzt vielleicht auch falsch ausgedrückt, aber man hat irgendwie schon schneller mal ein Problem damit, wenn es welche aus dem eigenen Geschlecht sind. Man guckt zum Beispiel, Frauen sagen, Schwule, ach, kein Problem. Die sind wie die Frauen, die sind easy. Dafür haben die ein Problem mit Lesben. Wenn ich mit meiner Schwester halten habe, hat sie gesagt, Schwule hat sie nichts dagegen, Lesben findet sie irgendwie ein bisschen abartig. Also, wie gesagt, das ist jetzt hier kein Hate oder sonst irgendwas, sie findet das einfach nur komisch. Für sie ist das halt, sie kann sich das nicht vorstellen. Es ist halt, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Aber ich bin deshalb keiner, der jetzt sagt, ich bin homophob, ich habe da was dagegen, mach das woanders. Sperrt die Leute weg oder sowas. Pff. Solange keiner sagt, komm, lass mich mal in dich rein oder sowas, da können sie gerne sein, wie sie wollen.
habe ich nichts dagegen. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also es ist halt so, im gleichen Geschlecht hat man da mal eher das Problem damit, dass man sagt, ich finde das irgendwie abartig. Als wenn das jetzt das gegenüberliegende Geschlecht ist, weil zum Beispiel, wenn du jemanden fragst, na, willst du einen schwulen Porno angucken, also ein Typen, sagt er, außer er ist selber schwul. Und wenn du das zu einer Frau sagst, na, willst du zu einem Typen sagst, willst du einen Lesbenporno gucken, sagt er, ja klar, hau rein. Lass mal reinziehen. Ja, ja. Gut, jetzt habe ich meinen Stand nochmal klar gemacht. Ist zwar, denke ich, doch wieder etwas unverständlich. Aber ich hoffe, es kam so ungefähr rüber, was ich damit bezweckt habe. Am besten lösche ich das einfach alles und ihr vergesst, was ich gesagt habe. Vergesst, dass ich drüber geredet habe. Bildet euch eure eigene Meinung. Bild dir deine Meinung. Oh Gott. Kann ich mal für so eine grauenvolle Zeitung Werbung machen? Na, Kristalle. Ja, lass mal gucken. Edelsteine. 8 Stück. Nice. Halt. 9. Nice. Da guck mal an, Regenbogenstein. So. Den dann abbaut hier, kommt dann wieder dieses Ding raus. Ich lasse es einfach mal hier, weil hier sollte zwar theoretisch nicht spawnen, aber ich habe es trotzdem einfach mal hergestellt. So. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt schon eine Idee, was ich mir damit bastel. Oder halt, warum ich mir die Blöcke in Scheibchen schneide. Ich gebe euch meinen Tipp. Es gibt ja in Minecraft nicht die Möglichkeit, Blöcke so komisch an die Wand zu setzen. Aber dafür gibt es die Hexer. Und schon haben wir eine Treppe an der Seite hängen. Mit den Carpenter Blocks würde das gehen. Aber da Carpenter Blocks hier nicht drauf ist, gibt es hier Carpenters? Moment. Ah, nee, gibt's nicht. Carpenters gibt's leider nicht. Glaube ich noch die Version zu alt dafür. Halt nein. Ach ja. Irgendwie glaube ich, dass dann wieder das Negative aufgefasst wird. Aber über ein Tabuthema geredet. Gottes Willen. Ja, ja, da werden sich jetzt wieder einige richtig verarscht fühlen. Und sagen, er hat doch gar keine Ahnung. Ich habe mir extra geschworen gehabt, ich wollte niemals in irgendeiner Form solche Themen anschneiden. Jetzt habe ich es trotzdem gemacht. Das hat mich da nur geritten. Moment, du darfst da nicht sein. Alter, schon wieder. Da. Na, guckt's euch an. Das ist doch mal eines Außenturms würdig. So, jetzt fliege ich wieder hoch.
das hier nehmen. Okay, das ist richtig. Dann ist das jetzt hier das. Ja, weg, bitte, danke. So. So, und das ist dann diese Ecke. Okay. Das. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir diese Folge diesen Turm fertig bauen. Hat mich zwar auf. Ich weiß noch nicht, ob ich es hinkriege, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen, fertig zu kriegen. Und so schwer stelle ich es mir jetzt eigentlich auch nicht mehr vor. Okay, das ist der. Dann kommt hier an die Seite wieder ein halber Block hin. So richtig? Ja. So, genau. Dann muss ich bloß dann hinterher noch die Wand hier ein bisschen verändern, weil die ist ja jetzt hier so, die setze ich dann einfach noch ein Stück raus halt. Dann hat die hier unten auch einen etwas größeren Winkel, da passt das, passt. Richtig gut wird das aussehen. Und wenn nicht, feuern wir einfach den Architekten. Hey. Ah, oh, hoppala. Nee, halt, Moment. So, danke, ihr Rosen. Ich brauche euch erstmal nicht mehr. Sieht zwar jetzt doof aus, weil das hier so... geht aber jetzt halt nicht anders. Ansonsten müsste ich halt hier die Erde alles noch bearbeiten, aber ich denke mal, es wird auch so gehen, oder? Jetzt natürlich nicht. Für alle, die nicht wissen, warum ich keinen Fallschaden kriege, das ist wegen der goldenen Feder. So. 1, 2, 3. Ist das echt schon hier? Komm zurück, Steinchen! Okay, 5. Ja.
So. Der Block hier wird gewertet, als ob er ein ganzer Block wäre. So, okay. Hier hoch. Hier eins hoch. Okay. Hoch. Ihr seht schon, das Bauen mit den Mikroblöcken hat so Vorteile, ist aber auch bedeutend schwieriger als das normale Bauen. Also schwieriger, es ist halt langwieriger, weil man erstmal die Blöcke ausrichten muss. Ja, ich häng fest. So, jetzt nicht mehr. So, sieht doch schon mal besser aus. Jetzt mache ich mal hier eine Zwischenebene rein, dass ich halt auch wirklich gleich die Ebene habe. Halt ein bisschen falsch. Passt hier nicht her. So, jetzt müssten wir es eigentlich schon so gut wie haben. 1, 2, 3. So. Muss ich gucken, wie hoch die Räume hier waren. Die waren 4 hoch, ne? 1, 2, ne, nur 3. Das ist ja drüben genauso. Oh, hier ist kein Licht drin. So haben wir aber nicht gebettet, Kollege. Licht. Einmal schlafen, dass es wieder ordentlich Tag wird und dann Folge beenden, denn ich habe schon wieder überzogen. Hurra! Gut, es hört auf zu regnen. Wir gucken uns an, was wir heute so geschafft haben. So, gleich mal irgendwo hinken mit dem Stab. Vergesst das immer, dass ich den Stab habe und dann gucke ich ihn an und denke mir so. Hey! Sieht doch optimal aus. Wir haben 2 gleich große Türme. Also die 2 Türme und da hinten haben wir einen großen Turm. Also ganz ehrlich, gehäckselt ist das okay. Na gut. Ich appelliere jetzt nochmal an alle, die meinen Kanal gucken. Guckt bitte Charaktervorstellung fürs zweite Let's Play an. Es ist wirklich... Ich bin auf eure Hilfe angewiesen und muss immer wieder drum betteln. Bitte lasst mal wenigstens einen Kommentar, wo drin steht, Spiel Klasse XY mit Rasse, das, zum Beispiel Menschenmagier, irgend sowas halt. Hauptsache, ich habe Vorschläge, weil beim letzten Mal war es auch so, nachdem dann der erste Vorschlag gekommen ist, hieß es dann auf einmal... Ja, ich hätte auch noch einen Vorschlag, Leute haben meistens irgendwie, so kommt es mir so vor, als hätten die Leute Angst davor, was in die Kommentare zu schreiben, weil sie vielleicht, ich weiß nicht, komme ich so böse rüber, dass ich euch den Kopf abreißen möchte? Eigentlich doch nicht, oder? Also ich hoffe es mal nicht. Also ihr braucht von mir keine Angst haben, wenn ihr was reinschreiben wollt. Ich meine, das Jodi, das war von Dirk, das war eigentlich auch, wenn man es im Nachhinein betrachtet,
Klingt doof, aber es war eigentlich ein richtig guter Charakter. Also wenn euch irgendwas einfällt, was so ein ähnlicher Vergleich ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ich gucke mir es an. Wenn es scheiße ist, ja, kann ich einfach dann sozusagen sagen, der Kommentar ist Rotz. Aber wenn es gute Vorschläge sind, werde ich solche Namensvorschläge auf jeden Fall niemals sagen, oh nee, ist da bekloppt, sowas nehme ich nicht. Also ich gucke mir das an, wege dann ab und wenn es mir gefällt, wird es genommen und wenn nicht, dann halt einfach nicht. Ne? Also Leute, dann jetzt. Moment. So, nein, das Lied heben wir uns für die nächste Folge auf. Gut, ich sag dann mal hier und jetzt auf Wiedersehen, liebe Leute. Schönen Tag, schöne Woche. Keine Ahnung, was gerade für ein Wochentag ist. Es ist in 8 Tagen. Kann ich jetzt nicht ausrechnen. Da ich noch 2 Folgen oder 3 Folgen im Voraus noch habe, das kann ich jetzt nicht sagen, was für ein Tag ist. Egal, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, falls ihr das halt spät abends guckt, dann gute Nacht. Oder falls ihr in der Schule guckt, dann pscht, das muss keiner wissen. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Und nicht vergessen, bitte schreibt Kommentare. Du gilt was. Bis dann. Ciao, ciao.